Was? Ich bin glücklich. Ey, Micha, ich bin echt glücklich. Schönen Menschen, herzlich willkommen zurück im Honda Civic Type R FK8 von 2018 vom Micha, der neben mir sitzt. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ich heute dieses Erlebnis erleben darf. Dieses wunderschöne, sympathische, tolle Auto. Das ist ja das zweite Video. Das bedeutet für euch, es gibt richtig Sound auf die Ohren und es geht jetzt auf die Autobahn zum Zeitmessen. Ihr müsst uns unbedingt die Daumen drücken, dass die Bahn frei ist. Das bedeutet auch, es gab schon ein Video zu diesem Auto, wo wir darüber gesprochen haben, ob man so einem raubeinigen, hemdsärmeligen, echten, ehrlichen Auto überhaupt für irgendwas böse sein kann. Ne? Oder ob es tatsächlich die Perfektion im Unperfekten ist. Oder vielleicht auch nicht, ob es ein Auto mit Inselbegabung ist. Seht selbst, ich schmeiß das Video hier einfach oben nochmal rein. Wir stehen jetzt hier nicht im Feierabendverkehr, sondern im Wochenendverkehr. Deswegen langweile ich euch einfach mal noch mit ein paar technischen Daten. 2 Liter rein, 4 Zylinder, Turbo-Benziner mit 320 PS, 400 Newtonmeter Drehmoment. Das Besondere daran ist die relativ simpel gehaltene Technik. Wir haben zum ersten Mal serienmäßig von Honda die Kombination aus der variablen Ventilsteuerung VTEC. Legendär geworden als mechanisches VTEC in den 90er Jahren, wo eine zweite Reihe Stößel sozusagen geschaltet wurde, ein zweites Profil von der Nockenwelle, um die Ventile weiter und länger zu öffnen, mehr Leistung zu generieren. Man hat beim alten VTEC diesen Umschaltmoment wirklich aktiv gemerkt beim Fahren. Das ist ein ganz unglaublich krasser emotionaler Moment. Die neuen Honda Civics machen das rein elektronisch und hier bei diesem Motor zum ersten Mal in Kombination mit Turboaufladung ab Werk. Na, ich rede jetzt nicht von VTEC Turbo Umbauten, sondern der K20 C1 Motor der 2015 Honda Civic Type R, das ist dieser UFO Type R, debütiert ist der erste serienmäßige VTEC Turbo. Und der ist in seiner Art und Weise eigentlich ein ziemlich simpler Geselle. Der Grundmotor stammt von 2001 und es ist wirklich ein einzelner, simpler Turbolader verbaut. Kein Biturbo, keine VTG-Technik, keine Twin-Scroll-Turbo-Technik, richtig Turbotechnik der alten Schule. Erstens hat das zur Folge, wir haben hier keine übertrieben anfällige Hightech-Bauweise. Honda hat das wirklich erstens auf Leistung, zweitens auf Haltbarkeit entwickelt, so wie wir es tatsächlich von Honda kennen. Wenn sie etwas bauen, dann ist es ausgereift. Zweitens hat es zur Folge, dass wir eine wunderbar oldschoolige Charakteristik haben. Unter 2.500 Touren fährt er sich im Wesentlichen wie ein solider 2 Liter Honda Saugbenziner. Aber so zwischen 2.500 und 3.000 Umdrehungen kommt dann dieser oldschoolige Turbo-Punch, dieser Druck, dieser Hammer fast schon ins Genick, der das Ganze einfach wirklich sehr, sehr charakterstark macht und der eine angenehm erfrischend sympathische Abwechslung einfach bietet zu dieser sehr modernen, technoiden
Charakteristik von anderen Herstellern, ich nenne jetzt bewusst keine Namen, aber ihr kennt diese Turbomotoren, die bauen den Boost auf und dann bleiben die da. Das ist dann sehr linear. Ja, das ist ein bisschen emotionsloser und hier macht es halt wirklich einfach einen unglaublichen Spaß. Das Auto selber ist ungefähr 1430 Kilo schwer oder leicht, je nachdem. Wir fahren auf 245er Breitreifen, ja, haben einen etwas überhalb vollen Tank und ungefähr 20 Grad Außentemperatur. Also wir haben tatsächlich keinen so krass warmen Sommertag erwischt. Das sollte dem Turbomotor gut bekommen. Ihr wisst es vielleicht, niedrigere Ansauglufttemperatur ist sauerstoffreicher, ist mehr, ja, im Wesentlichen führt das dann am Ende zu mehr Leistung. Sauerstoffärmere Ansaugtemperatur, sauerstoffärmere Ansaugluft. So rum ist es richtig. So rum, ja. führt zu Leistungsverlust. Ne? Deshalb, wenn ihr bei wirklich warmen Tagen 26, 28 Grad mit euren Autos Zeiten messen fahrt, nicht wundern, dass die Zeiten dann teilweise doch deutlich langsamer sind. Hast du schon mal 100, 200 Zeit von dem bekommen? Nee, ich habe selber noch nichts gefasst. Okay, dann würde mich jetzt wahnsinnig interessieren. Was schätzt du? Prognose. Ja. Also 14 Sekunden wäre in Ordnung für mich. Mhm. 100, 200 und wenn es in Richtung 12 Sekunden wäre, wäre schon sehr fantastisch. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, da bräuchte man so einen 7 Grad kalten, wenig Luftfeuchtigkeit Tag. So. Ja, und vielleicht irgendwie so ein Michael Schumacher am Schalttüppel, denn das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Ich kenne das Auto jetzt seit, nicht ganz 45 Minuten und natürlich kann ich nicht so schalten wie jemand, der wirklich mit dem Auto eingegroovt ist. Mhm. Oder wie ein wirklicher Sportfahrer oder ein wirklicher Rennfahrer. Das heißt, dieser Wert, der heute am Ende rauskommt, wenn wir hoffentlich freie Bahn haben, der wird ungefähr ziemlich solide das wiedergeben, was das Auto definitiv jeden Tag kann, aber vielleicht nicht den absoluten Peak. Was mir jetzt schon mal auffällt, wo wir ja verkehrsbedingt das erste Mal ein bisschen schneller fahren können, das Ansprechverhalten wird auch über 2800 Umdrehungen wirklich extrem viel besser. Ja, weil er dann halt schon im Boost-Bereich ist so und dann, dann legt er halt los. Ne? Freunde, 100, 200 in 13 Kommen, das ist schnell. Oh, lecko funny. Das ist schnell. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, vielleicht versuchst du mal bei 80 nochmal zu starten, dass er schön Sprung hat. Das machen wir dann gleich. Wir drehen gleich nochmal, dann gibt es auch noch eine Runde, weil auf dieser Strecke in diese Richtung haben wir hin und wieder mit Rückenwind zu tun. Deshalb mache ich immer die Messung in der Gegenrichtung, um euch wirklich ein ganz präzises Ergebnis liefern zu können. Aber ich sage mal, wenn wir annähernd in den Bereich kommen, von fast ungefähr Pi mal Daumen glatt 14 Sekunden, holla die Waldfee. Okay, das hätte ich jetzt dann doch nicht gedacht. Ich dachte, wir wären so vielleicht bei 15 glatt lang. Gerade auch mit meinen Schaltvorgängen, die ja vielleicht doch noch nicht auf die letzte Zehntel passen. Aber das ist schnell. Ja, doch 14 habe ich schon erwartet. Das, ja, kannst du dein Auto gut, merkt man, ne? Ja. Das ist schnell. Junge, Junge. Jetzt merke ich, wie es mir doch irgendwie so wieder in den Fingern juckt. Ich habe immer gesagt, ah ja, irgendwann vielleicht mal so Civic Type R im Alltag fahren. Ne, 7,5 Liter ruhig bewegt, aber eben auch die 320 PS. Wenn du es wirklich wissen willst, kannst 270 in der Spitze laufen. Wenn du es wirklich wissen willst, wunderbarer Spagat meiner Meinung nach. Und hat jetzt so zuletzt eigentlich die letzten 12 Monate, anderthalb Jahre gesagt, ach, nee, reicht vielleicht, wenn du mal so einen fahren kannst, aber im Alltag schön altes Blech, dieses 90er-Jahre-Feeling, damit bist du glücklich, damit bist du zufrieden. Deshalb geht es ja auch um meinem Kanal meistens so darum, aber jetzt, wo ich hier mal 100, 200 gefahren bin, ach du, das, allein das, die Möglichkeit zu haben, dass ich das machen kann, wenn ich will. Das verlockt schon gewaltig. Oh. Ein frontangetriebenes Auto.
14,46 volle Möhre bergauf. Also ich denke mal so die 13,97, das entspricht gut dem, was das Auto kann. Volle Möhre bergauf ungefähr 14,5 zu fahren, das ist ganz großes Kino. Da merkt ihr, wie mächtig das hier unter der Haube abgeht mit 400 Newtonmeter Drehmoment. Da ist hier die 1% Steigung, was ihr habt, das ist nichts. Das macht er dir so zack weg. Wow. Wow. Kannst du jetzt noch probieren. Letzter Versuch, Freunde. Letzte Messung 14,05. Ihr seht es eingeblendet. Ich bin einfach nur platt. Und ihr habt es gesehen, da ist nicht Schluss. Der marschiert so mühelos weiter bis Tacho 240. Das ist schon ein ganz großes Kino. Dann kann ich es dir jetzt sagen, das ist das stärkste Auto, was ich bisher in den Fingern hatte. Das freut mich. Das ist auch einer der größten Spaßfaktoren tatsächlich. Weil es auf so eine ganz, ganz andere Art und Weise Spaß macht. Hier ist es die Power und wie sie serviert wird einfach in diesem Kontext, dass du es alles noch selbst in der Hand hast und das sich so wunderbar anfühlt. Es wird einigen von euch aufgefallen sein, dass zum Beispiel mein Schaltvorgang in den vierten Gang nicht perfekt war. Da war ich zu schnell, habe mich nicht ans Auto angepasst. Also da wäre vielleicht noch eine Zehntelsekunde gegangen, ne? Weil ich da zu sehr vom Gas runter bin, bis zu sehr aus dem Ladedruck raus bin. Das sind natürlich solche Probleme, die habt ihr nur in so starken Autos, ne? Wenn du mit einem 2 Liter Golf fährst. 2 Liter 150 PS, da hast du solche Probleme nicht. Aber wir haben zwischenzeitlich Stand jetzt einen neuen Platz 1 auf der Zeitentabelle. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Mit einem Mittelwert von, wir nehmen mal die Bergaufmessung raus, einem Mittelwert von 14 Sekunden 100-200. Den dieses Auto wäre mit 22 Grad, ich behaupte einfach mal, das kann das Auto immer wieder und wieder. Das ist ein solider, verlässlicher und wahnsinnig, wahnsinnig guter Wert. Liste wird jetzt hier übrigens eingeblendet. Ich habe tatsächlich nichts Vergleichbares, was hier irgendwie in der Nähe dran wäre. Hyundai i30N sind wir gefahren, Mittelwert 17,3. Jetzt weiß ich nicht, ob das Honda NSX-Video schon lief. Der ist gefahren, Mittelwert von, ich glaube, 14,5, irgendwie sowas, 14,7. Von der Spektakularität 100-200 auch einfach nochmal ein ganz anderes Kaliber, weil dieses Auto, der Honda NSX von 1990, der war damals ein Kampfjet, ne? Und der Vergleich ist eigentlich unfair, weil das war damals so der erste richtige japanische Supersportwagen. Ja. Ne? Wenn ich jetzt sage, hier das Civic FK8, das ist ein Kampfjet, das ist, da wird es vielleicht einige geben, die mich dafür kritisieren, aber einfach vom Feeling her, wie dich das Auto in den Sitz drückt mit dem Turbo Boost. Schon wirklich ganz großes Kino. Wow, ganz groß. Ich bin glücklich. Ey, Michael, ich bin echt glücklich. Super, jeden Tag eine gute Tat, ne? Ja. Ja. Toll. Womit kann man das jetzt noch toppen? Ganz klar, eine Sache fehlt noch in diesem Video, nämlich der Sound. Wir gehen auf die Soundstrecke, los geht's. Habt ihr das auch gehört? Hat er wirklich jetzt Römpelpömpel gemacht?
mit OPF und allem. Also da soll mir noch einer erzählen, dass moderne Autos nicht geil sein können und nicht emotional sein können. Haha. Und was er noch macht? Einfach nur geil. Also es ist das Gesamtpaket auch vom Sound. Das ist das Tüpfelchen auf dem i. Das ist der ganz große Overkill. Hatte ich den Sound im Like-Dislike-Video eigentlich erwähnt? Ich glaube noch nicht. Verdammte Axt. Ja, also mein Fazit ist, es ist ein unglaubliches, unfassbares, unvergessliches Erlebnis. An diesem Tag bin ich bin ja tatsächlich zwei so geile emotionale Autos gefahren, Hyundai i30N Performance und jetzt eben den Honda Civic Type R. Und ich weiß nicht, ob es an meinem Honda-Herz liegt. Na, sorry Max, aber für mich ist einfach diese Wildheit, diese Rauheit hier vom Schalthebelgefühl bis eben zu diesem Overboost und dem Gefühl, dass der wirklich, ja wirklich noch wie so ein Saugbenziner Leistung zulegt. Du hast es anfangs erwähnt, ne, das kann ich jetzt bestätigen. Das ist, ja, also ich finde gar keine Worte dafür, wie emotional, wie genial, wie geil das ist. Ich bin ja eigentlich pausenlos nur am Grinsen. Ich werde wahnsinnig Muskelkater nachher haben, zusätzlich zu meinem Sonnenbrand ohnehin schon. Herzlich willkommen auf dem Kanal PS-Blick. Ich bin Rudolf mit der roten Nase. Ja, was bleibt mir jetzt am Ende des Videos noch zu sagen? Wenn ihr das ähnlich feiert wie ich, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr spätestens jetzt auf den Like-Button so richtig eskaliert, mir zeigt, uns beiden zeigt, dass ihr das hier genauso genial findet. Drückt ruhig auf den Abonnieren-Button, betätigt die Glocke, hier werden noch andere geniale Videos kommen. Und wenn ihr vielleicht auch ein Auto in der Garage habt, wo ihr denkt, das kann ich auch, das ist genauso emotional, ich fühle das jedes Mal so, wenn ich mein Auto fahre, dann schreib mir und wir machen was zusammen mit deinem Auto. Wir drehen richtig geilen Carporn, wir gehen Zeiten messen und wir bringen das für alle anderen rüber, für alle anderen Petrolheads, die auch der Meinung sind, dass solche Autos auf keinen Fall aussterben dürfen, dass solche Autos auf keinen Fall grüner Verkehrspolitik zum Opfer fallen dürfen. Das ist mir ein ganz, ganz, ganz großes Bedürfnis, denn ganz ehrlich, wenn du das Ding hier ruhig mit 7,5 Litern fahren kannst, mit Otto-Partikelfilter, das ist nachhaltig, das ist umweltfreundlich und es kann im Leben nicht immer nur um politische Korrektheit gehen, es muss im Leben auch um Spaß gehen. Und das ist, glaube ich, das dröhnende Ausrufezeichen zum Schluss. Ja. Dem kann ich mich nur anschließen. Ja. Dankeschön. Ja. Dir gebe ich ihn jetzt heil und gesund zurück. Also wirklich eine super Wahl. Ich kann das verstehen, dass man den jeden Tag fahren will. Na. Ja. Ich hab euch lieb. Macht's alle gut. Ciao.